Talk, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 126 und heute mit der Review zu WWE Hell in a Cell. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der Christian Dürre von Computec und der PC Games. Guten Tag. Hallo. Und in der Anleitung, da ist der Mensch, der am Wochenende auf der Toilette eingeschlafen ist, weil er zu viel getrunken hat auf der World Tag Team League. Unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag. Eure Partymaus. Hallo. Das war geil, das war richtig geil, ohne Scheiß. Das war mega. Bist du wirklich in so einem versifften Klo eingeschlafen? Ja, was ist eingeschlafen? Ich sag mal Schönheitsschlaf, ne? Weggenickt. War gut. War mega gut. Alter Schwede. Ja, so sieht's aus. Ja, ja, ja. Der Kai kann auch nicht mit Alkohol umgehen und schläft auf der Toilette ein. Kai, man muss das immer so dosieren, dass man gut dabei ist, aber dass man noch feiern kann, nicht, dass man einschläft. Das war ja die Sache, weil so, nämlich ich war so, boah, okay, wenn ich jetzt noch ein Bier trinke, bin ich mega im Arsch. Bin ich dann aufs Klo gegangen, hab ich da ausgeruht und danach war ich dann wieder da und ich war wieder mega, mega on fire. Hab ich noch schön Schrei nach Liebe von den Ärzten performt. War geil. Karaoke. Ich bin auch der Karaoke-Kai. Ja, das denkt man halt immer, wenn man sehr betrunken ist. Man macht das total geil und dann... Wenn man es hinterher sieht, ich habe noch irgendwo in der Branche geistern noch Karaoke-Aufnahmen von mir rum, von vor 10 Jahren. Das wurde mir immer gesagt, das wird mir irgendwann nochmal veröffentlicht. Ich bin mal gespannt, ob das jemals passieren wird. Ich zahle dafür. Ich glaube, da habe ich Bon Jovi gesungen, glaube ich. Oh mein Gott, wir haben auch Bon Jovi. Oh, muss ich noch erzählen, wir sind mega eskaliert mit irgendeiner Gruppe von Engländern, als Call of Personality lief. Komplett das war richtig geil, ohne Scheiß. Das war mein Moment, also all die Autofahrt, wo ich das Lied mitperformt habe. Wir sind so abgegangen mit irgendwelchen Engländern, das war so mega geil. Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiges Wochenende bei der WXW World Tag Team League. Auch alle Leute da draußen seien groß gegrüßt hier. Also wir haben da ganz tolles Feedback bekommen und unsere Patreon-Geschichte ist ja auch jetzt übers Wochenende gestartet. Auch da dickes Dankeschön an alle, die uns da unterstützen und die da mit dabei sind. Mega einfach. Also ich bin total hin und weg, was da jetzt schon irgendwie an Feedback gekommen ist. Also total geil. Also was da schon zusammengekommen ist an einfach Spenden oder an Patronen, wie auch immer man das nennt, wie viele Leute da uns jetzt schon unterstützen oder mit was für einer Summe, ist einfach so krass. Ganz ehrlich, haben wir, glaube ich, alle nicht mit gerechnet. Vielen Dank. Genau, also das natürlich dann fangen wir jetzt hier gleich mit den Housekeeping Rules an, wie man so schön sagt. Also ihr erreicht uns natürlich wie immer bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Neuerdings jetzt auch dann bei Patreon, also sprich, wenn euch das Ding hier gefällt, und ihr möchtet vielleicht noch mehr davon haben. Also alles, was jetzt hier sonst immer gratis war, bleibt gratis, keine Sorge. Wir haben aber zusätzlichen Content, der geht über Patreon. Wenn ihr uns noch mehr hören wollt, dann könnt ihr uns da gerne unterstützen und dann bekommt ihr Zugriff auf andere Formate. Ansonsten, wer uns einmal was Gutes tun will, der kann uns teilen, der kann uns hoffentlich positiv bewerten. Oder einfach sagen, irgendwie im Internet, so, hey, das sind coole Jungs, hört euch mal den Podcast an, auch darüber freuen wir uns. Und wir haben natürlich auch noch die Supportseite auf headlock.de. In diesem Sinne würde ich sagen, also, ja, legen wir einfach mal los mit dem aktuellen Event, ne? Also, wir haben ja, Helen ist ja letzte Woche schon so in der Vorschau besprochen. Falls sich jemand fragt, wo der gute Flo ist leider krank. Deswegen ist der Chris eingesprungen, weil... Gute Besserung. Genau, gute Besserung. Der Flo hat eine dicke Erkältung und hatte heute Morgen keine Stimme angeblich. Ich habe ihn nicht gehört, aber er sagte, er spricht wie Batman. Das wäre aber cool gewesen dann. Ja, ich wollte auch schon immer mal Batman im Podcast haben eigentlich, hat aber nicht geklappt. Kommt drauf an, welcher Batman. Du meinst, wer war nochmal der mieseste Batman? George Clooney. Boah, der George Clooney Batman, ja, oder? George Clooney und Val Kilmer waren beide ganz katastrophal. Ja, das stimmt. Ja, die Filme waren aber auch einfach kacke. Ja, den Forever mit Val Kilmer kann man sich noch angucken, das ist noch, der ist noch so... lustig scheiße, ja? Also, sie nehmen das eigentlich ernst, aber man kann auch drüber lachen, das ist noch unterhaltsam, weil der Film so scheiße ist. Batman und Robin hingegen ist halt so schlecht, dass du die ganze Zeit Joel Schumacher einfach nur ins Gesicht treten möchtest, dafür, dass er dieses Machwerk verbrochen hat. So geht's sonst zu deinen Chefredakteuren, oder? Dass ich denen ins Gesicht treten möchte? Nein, umgekehrt. Dass sie dir ins Gesicht treten wollen. Ach so, für dein Machwerk. Glaube ich eher nicht. Höchstens, wenn ich Texte von dir umsetzen muss. Ba, 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 ba. Roast.
Ja, lass uns mal loslegen hier mit der Card von WWE Hell in a Cell 2017. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen darüber geredet, dass es für uns so eine etwas eine Zwei-Match-Show mehr oder weniger ist. Also die beiden Hell in a Cell-Matches, die sehr stark aufgebaut worden sind und dann eben so ein bisschen Geblubber dazwischen. Wir schauen gleich mal, wie hier die Meinung dann zu der Mid-Card ist. Steigen aber natürlich bei der Kickoff-Show ein und da gab es mein Liebling Mojo Rawley zusammen mit Zack Ryder als die Hype Bros gegen Chad Gable und Shelton Benjamin. Warum haben eigentlich Chad Gable und Shelton Benjamin noch keinen Tag-Team-Namen? Weil das Tag-Team auch irgendwie sehr irrelevant ist momentan, muss man ganz ehrlich zu sagen. Die werden ja erstmal aufgebaut so ein bisschen. Ich finde es ja schon mal geil, dass die beiden jetzt passende Outfits zusammen haben und so. Ich finde das schon mal ganz gut. Und ich fand auch den Kampf gar nicht mal so schlecht. Also ich habe ja vorher sehr geschimpft, dass ich das ja mich also eigentlich so gar nicht interessiert, was auch vorrangig an Mojo Rawley liegt. Aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass beide Teams hier doch ganz gut gearbeitet haben, oder Kai? Ja, also war so ein typisches Kickoff-Show-Match. Also jetzt, aber ein okayes Kickoff-Show-Match. Hat irgendwie seinen Job erfüllt, hat die Crowd angeheizt. Also hat so, hat halt irgendwie so ein bisschen Lust aufs Event gemacht. War so ein typisches Hätte- und Smackdown-Match sein können, aber so gibt beiden ihre Bühne. Die richtigen Sieger mit Gable und Shelton Benjamin, von daher vollkommen okay. Ja, also ich kann da auch nicht großartig meckern. Also das war von beiden Teams eine gute Leistung. Dieser angedeutete Split der Hype Bros zieht sich ja so ein bisschen weiter. Genau. Chris, wird dich das emotional mitnehmen, wenn die Hype Bros sich auflösen? Ja, total. Ich habe schon mehrere Tränen vergossen, als ich die Kickoff-Show heute geschaut habe. Gerade weil mein Liebling Mojo Rawley so mies behandelt wird. Das kann ich nicht mit anschauen. eigentlich nicht. Aber ich glaube, die brauchen auch einfach Veränderungen. Dieses Team hat erstmal funktioniert, aber eben auch nur für eine kurze Zeit. Denn dafür war Zack Ryder, ich habe ihn ja gern, aber er ist halt auch nicht relevant genug. Mojo Rawley ist halt auch ein sehr eindimensionaler Charakter. Da muss halt irgendwas kommen, dass da ja wieder so ein bisschen Bewegung halt reinkommt. Von daher tut ihnen, glaube ich, diese kleine Storyline, die sie da dann haben, ganz gut. Es wäre was anderes, wenn jetzt einfach gesagt würde, oh nee, das ist gesplittet. Also von daher, solange sie ein bisschen Spotlight bekommen, kann das beiden nur helfen. Gable und Benjamin funktionieren als Team gut. Ich wäre übrigens für den Teamnamen Chatten Gableman, was sich total so scheiße anhört, dass ich das immer immer von Corey Graves hören möchte, wie er das ausspricht. das Match war auch okay, schön, flott, angenehmes Pacing, hatte jeder so seine Highlight-Aktion, Finish ging vollkommen in Ordnung, um die Story weiterzuführen, nett anzusehen und passt einfach. Ja, wer turnt denn dann eigentlich heel? Also wenn sich die Hype Bros auflösen, ist es dann Mojo oder ist es Zack Ryder? Also bei SmackDown sah es ja eigentlich immer so ein bisschen eher nach Zack Ryder aus, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Weil SmackDown ist so vergessenswert in letzter Zeit, also tut mir leid, wenn ich da irgendwas halt nicht mehr so ganz zusammenkriege. Aber gestern könnte es auch in die andere Richtung gehen. Ja, ne? So. Da ja, gerade dieses Backstage-Segment dann. Ich fand aber auch, dass es in der letzten SmackDown-Ausgabe so ein bisschen aussah, als würde Mojo Rawley heel-turn, wo er sich dann irgendwie selber eingewechselt hat. So nach dem Motto, jetzt bin ich dran. Hauptsache, da kommt ein bisschen Veränderung rein. Ist jetzt nicht, dass es mich irgendwie groß interessiert, aber ist es jetzt auch nicht irgendwie schlecht, dass es mich nervt. Ja, na, schauen wir mal. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn man das Team hier auflöst, aber ich auch so sehe, dass da ist ja keine Zukunft drin. Also die werden jetzt ja nicht den Main-Event-Push bekommen, irgendwie, dass sie da um die Titel fäden in irgendeiner Form. Deswegen macht es eigentlich schon Sinn, dass man die jetzt auf lange Sicht dann auch einfach oder auf mittelfristige Sicht dann einfach trennt. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass Mojo Rawley, dass sie den vielleicht auch in eine ganz andere Rolle stecken. Also so nicht mehr der gute Laune Hype Bro, sondern halt eben irgendwie eine etwas ernstere und aggressivere Rolle. Vielleicht kann er das auch besser, ich weiß es nicht. Mal sehen. Und Zack Ryder, ja, was man mit Zack Ryder macht, weiß ich danach nicht. Der ist dann, der darf wieder Internet-Champion sein oder sowas. Man weiß es nicht. Nee, aber ansonsten, der Kampf war vollkommen okay. Hat als Kickoff-Show-Match gut funktioniert. Mir hat wieder Chad Gable extrem gut gefallen mit seinen Aktionen. Also tolle Suplessen, der geiler Moonsault, den er gesprungen ist, das macht echt Spaß, dem anzuschauen. Er ist halt einfach ein bisschen zu klein. Wenn er 10 cm größer wäre, dann wäre er schon längst irgendwo im Main Event, glaube ich. Dann wäre er Kurt Angles Sohn. Genau. Ja, ist das so. So sieht's aus. Ja, und dann springen wir in die Main Card. Da gab's dann als Opener die Usos gegen The New Day im Hell in a Cell um die WWE SmackDown Tag Team Championship. Also auch das war ja eins der beiden großen Matches und wir haben uns ja schon so gedacht, dass das quasi die beiden Käfig-Matches die Card so ein bisschen einrahmen werden. Und ey, die beiden Teams haben ja mal
das gebracht, was wir eigentlich von ihnen erwartet haben und eigentlich noch ein ganz Stückchen mehr, oder Kai? Das war ja das, was wir wollten, ne? Irgendwie dieses, wir haben ja gesagt, ah, okay, die Tech-Teams, die fehlen ja schon so lange miteinander, jetzt muss ja auch mal irgendwie so das Heftige kommen, das Brutale kommen, deswegen haben wir auch gesagt, okay, Hell in a Cell-Match passt. Und auch so diese Art, wie das Match geführt wurde, direkt, also da wurde nicht irgendwie hier ein bisschen rumgemacht, sondern direkt Kendo-Sticks, direkt Stühle und sowas, also da war ja von Anfang an irgendwie Vollgas, auch nicht, dass du irgendwie sagtest, ja, jetzt haben wir am Anfang erstmal diese Aufbau, ein bisschen langsamere Phase, sondern wurde direkt hier und da zugeschlagen, da und dann wird einer rausgeschmissen, dann wird nach draußen gesprungen, also du hattest eigentlich konstant Action, mal mehr, mal weniger, aber du hattest immer irgendwie, dass du sagst, da passiert jetzt gerade was und ja, war ein geiles Match, oder? Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Hat sehr, sehr Spaß gemacht anzugucken. Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Also, es hat mächtig Spaß gemacht, sich das anzugucken. Ich fand den Einsatz der Waffen auch sehr passend. Also, und auch da kreativ. Ja, yeah, genau. Da waren auch ein paar richtig gute Spots dazwischen. Erstmal auch so ein bisschen diese Musikgeschichte von New Day, weißt du, wo sie dann das hier das Becken rausgeholt haben und mit Francesca zugeschlagen haben und ich weiß nicht, was noch alles. Und den Gong, das, oder wie nennt man das überhaupt? Das war doch das Becken, das habe ich schon gerade gesagt. Ach, Becken habe ich nie gehört, okay. Hast du wieder im Musikunterricht nicht aufgepasst? Und eine Kuhglocke. Ja, genau, Kuhglocke hat gibt's auch. Die hat aber leider nichts drin, dass sie Krach gemacht hat. Das fand ich ziemlich schade. Deshalb würde ich das Match abwerten von 7 auf 6 Bananen. Ja, aber wie, ich fand's auch super, weil das war diese Eskalation der Gewalt, die musste jetzt hier kommen. Und das haben sie wirklich herausragend gemacht. Also, Chris, da waren auch ein paar Momente dabei, wo ich gesagt habe, so, alter Schwede, das ist aber jetzt schon hart an der PG-Grenze, oder? Genau das. Also, wenn diese Diskussionen aufflammen, braucht man Blut, um ein wirklich hartes Match zu zeigen? Wird das immer das Paradebeispiel wahrscheinlich sein? Nein, du brauchst kein Blut, um es verdammt brutal werden zu lassen im Ring. Denn, Heidewitzka, da waren Sachen drin, die waren wirklich an der Grenze. Also da dachte ich auch so, wäre ich jetzt mit meinen kleinen Kindern in der Halle, fände ich nicht so gut. Ja. Gerade wo Xavier Woods an dem Ringpfosten hing, angekettet. Ja. Und er konnte sich nicht wehren und sie haben ihm halt ungeschützt mit den Kendo-Sticks mal schön die Rippen malträtiert. Ja. Das hatte halt schon was echt Hartes an sich. Und ich finde überhaupt in dem ganzen Match, obwohl es so ein paar Comedy-Aktionen drin hatte, eben mit Francesca und der Kuhglocke und sowas, es wurde nicht albern. Du konntest dieses Match immer ernst nehmen und du hast immer die Verbissenheit gespürt dieser Fehde. Das war sowieso in beiden Hell in a Cell-Matches, fand ich, haben die Leute, die in dem Match standen, es gut hingekriegt, eben diese Härte, diese Verbissenheit, dieses Extreme, diese Wut aufeinander gut rüberzubringen, dass es gleich nochmal eine Spur härter und intensiver auch einfach gewirkt hat. Und hier das Match, wie Kai schon sagte, da war von Anfang an Vollgas und eben diese Phasen, wo es dann ein bisschen ruhiger war, da waren halt aber auch immer dann eben so Sachen drin wie dieser kreative Einsatz von den Kendo-Sticks, dass sie einen von den Usos, ich weiß jetzt nicht welcher, da in die Ecke einklemmen oder so geil, also jetzt mal ganz das wie gut dieser Moment war. Da dachte ich halt auch erst noch so, boah, ist ja eigentlich eher so ein heelischer Move, ne? Genau das habe ich mich auch gedacht, ja. Wie wollen die Usos das denn bitte jetzt toppen noch? Und dann kam halt die Sache, wo sie da Woods eben an den Ringpfosten gehangen haben. Und ganz, ganz tolles Match. Und ich muss mal abschließend noch betonen, wie viel Spaß die Usos machen, seit sie heel sind. Ja. Das ist also tausendmal besser. Ne? Ja, tausendmal besser als vorher. Also in allen Belangen halt eben. Also wirklich so, egal ob es jetzt die Promos sind, wo wir auch gesagt haben, so, also zumindest einer von den beiden, der kann echt die Promos gut halten. Jimmy, glaube ich. Jimmy, glaube ich. Ja. Der andere hat ein bisschen zu hohe Stimme, aber ist ja auch relativ egal eigentlich. Aber ansonsten stimme ich dir da vollkommen zu. Also die beiden sind als Heel-Charaktere deutlich besser rübergekommen als die ganzen Jahre davor mit ihrer Gesichtsbemalung und so. Und das war einfach hier eine Schlacht. Also das war genau das, was wir uns versprochen haben. Also die beiden Teams haben sich jetzt schon so viele gute Matches, technisch gute Matches geliefert. Und hier haben sie eben das noch mit Brutalität unterfüttert. Und das waren wirklich teilweise Momente, wo ich auch gesagt habe, alter Schwede, ey, das ist aber hart an der Grenze. Ich fand auch, dass Xavier Woods so eine gute Arbeit geleistet hat, die Aktionen zu verkaufen. Also ich glaube ihm, dass das alles wehgetan hat und so. Oh ja. Das sowieso. Aber auch wie er dann geschrien hat, so, nein, nein, mach das nicht, ne? Und die haben dann da draufgeschlagen. Allein das hat so viel zur Härte und zur Intensität dieses Kampfes beigetragen.
Auch dieses angetäuschte Comeback von ihm zum Schluss, wo er auch noch die Handschellen hatte. Ja, ja, genau. Aber dann doch wieder irgendwie so sich so ein bisschen gefangen hatte und zurückkam. Ganz, ganz groß gemacht. Also der Typ kann schauspielerisch schon ein bisschen was. Ja, das war echt ganz, ganz großer Sport. Also haben sie einen wirklich auch mit in den Kampf reingenommen und da warst du emotional gefesselt, so wie es eigentlich sein muss. Das Schöne war ja auch, dass irgendwie jetzt passend zur Härte, da hat auch keiner Rücksicht wirklich auf seinen Körper genommen. Also sei es jetzt, ob er ganz, ganz böse Bumps genommen hat oder ob er jetzt halt, wie Xavier Woods, diese Schläge eingesteckt hat. Man hat ja auch danach so ein Video gesehen von seinem Körper, wo da über diese roten Striemen drauf waren, was einfach nur böse aussah. Aber auch wenn du überlegst, wie dann die Usos rausgesprungen sind und Big E wieder seinen Spear durchs mittlere Seil gemacht hat. Also das waren ja alles Aktionen, wo du gesehen hast, halt gerade durch diese Nähe des Käfigs sind die schon sehr, sehr gefährlich, aber da wurde gesprungen und gemacht und also die haben sich wirklich komplett den Arsch aufgerissen in dem Match, beide Teams. Ja, absolut. Ich will auch gar nicht wissen, in wie viele Tonnen Eis die nachher irgendwie da alle eingetaucht sind, weil dem muss eigentlich alles wehgetan haben. Also jedem Einzelnen, allein diese ganzen Kendo-Stick-Schläge. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das mit die unangenehmste Waffe ist, die du in einem Wrestling-Match einsetzen kannst. Weil das ist hart, das ist nicht flächig in irgendeiner Form. Ich glaube, da der gute Xavier Woods, der wird die nächsten Tage seinen gesamten Körper gespürt haben. Wahrscheinlich brennt das einfach den ganzen Tag über. Ganz furchtbar. Einer von den Usos saß auch bei Talking Smack dann und hatte noch so Eisverpackung um den Arm rum. Ja. Also, das war ein ganz, ganz tolles Match, was sie hier abgeliefert haben. Und also eigentlich, für mich war das eigentlich auch schon das Match of the Night, muss ich mal ganz klar so sagen. Also, das stimmt. Nichts gegen den Main Event, aber das war für mich schon der beste Kampf des Abends. Der Main Event hat vielleicht die bessere Geschichte erzählt, so in sich. Aber hier, das war von der Intensität her und von der Umsetzung her, von der, von diesem ganzen Verlauf, hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Und also bitte, es kommt noch Jinder Mahal und du sprichst jetzt schon von Match of the Night. Es kommt auch noch Rusev gegen Randy Orton vor allem. Das ist kommt auch noch Natalia. Aber das war aber noch 10-mal besser. Kommen wir ja gleich noch zu. Ja, aber nichtsdestotrotz, also der Opener hier, der hat alles gehalten, was wir uns davon versprochen haben. Ganz viel Liebe für diese beiden Teams, die uns jetzt über die letzten Monate so toll unterhalten haben. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, wie es weitergeht. Ne? Also die Usos sind jetzt Tag Team Champions. Ich finde, das wäre ein guter Schlusspunkt. Eigentlich müsstest du jetzt vielleicht eins von den beiden Teams wieder zu Raw bringen, damit du quasi auf dem Höhepunkt, das ist ja der absolute Höhepunkt jetzt dieser ganzen Fehde, dass du hier endest und sagst, okay, die beiden Teams haben sich jetzt so oft so hart behakt, schlimmer geht es jetzt nicht mehr, die Usos haben jetzt diesen Kampf gewonnen, du kannst ja nicht ständig dieses Ping-Pong spielen, weil dann endet es ja nie irgendwie. Ja, aber dann musst du New Day ja schon wieder zu Raw schicken. Ja, das ist ja das Problem. Das ist immer Olaf Universallösung, ohne Scheiß. So. Ja, jetzt ist einfach traden, tschüss, draften, tschüss. Ja, was willst du denn jetzt machen? Also willst du jetzt einfach auseinanderhalten? Ich finde, die haben jetzt eigentlich, so von der Geschichte her, haben die beiden Teams jetzt so viel Hass aufeinander, der ist ja auch nicht weniger geworden durch dieses Match, sagen wir mal ehrlich. Wie willst du das denn noch steigern können? Und wie willst du denn erklären, dass die beiden Teams einfach dann irgendwann wieder zum Alltag übergehen und quasi ihre normalen Matches bestreiten? Wargames. Nee, das ist. Was? Weil ich kann mir da. Ich fände, also die einzige Steigerung, die es jetzt hier eigentlich noch geben würde, wäre ein Loser Leaves Town Match. Also, oder Loser Leaves Smackdown Match in irgendeiner Form. Und dann kannst du dir überlegen, wer das Ding gewinnt und der geht dann eben rüber. Ja, dann ist aber natürlich nicht geklärt, ob dann auch ein Ersatz zu Smackdown kommt. Und Smackdown braucht ja noch ein Tag-Team, was irgendwie funktioniert. Da sind jetzt nicht so viele. Ja, das ist richtig, aber das ist Pech. Das ist nicht mein Problem. Dann hat Smackdown halt Pech gehabt. Genau, so ist das. Da muss man auch einfach mal konsequent sein. Ich mache hier nur die Vorschläge, wie die es umsetzen, mir egal. Weißt du? Ich kriege ja kein Geld dafür. Ja, macht einfach, hat mich WWE jemals bezahlt für meine Ideen? Ja, macht einfach, was ich sage. Rest ist euer Problem. Genau. So sieht's aus. Aber Pro, das passt auch gut zum nächsten Match. Nächster Problem Kampf ist, oder was? Genau, das auch. Nächster Kampf ist Randy Orton gegen Rusev. Ja. Oh, ich muss mich da mal so ein bisschen schützend vorwerfen, weil ich habe darüber so viel Scheiße geredet und gesagt, oh, das ist so kacke. Aber das war, also, man muss halt bedenken, meine Erwartungen waren so, okay, das ist halt richtig, 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 richtig schlecht. Und dafür war es eigentlich ordentlich anzusehen. Weil ich halt von nichts ausgegangen bin, war das Match echt in Ordnung, als all das, was halt vorher zwischen den beiden passiert ist. So. Ja, es war auf jeden Fall das Beste, was zwischen den beiden in den letzten Monaten passiert ist, das stimmt schon. Du kannst sagen, Randy Orton hat gewonnen, blöd. Ich finde es halt auch einfach nett, dass halt so ein Veteran wie Rusev das ganze jüngere Talent ein bisschen overbringt, hat halt schon mit Cena gemacht und mit Orton ist halt auch einfach cool, finde ich. So gehört sich halt auch so ein bisschen oldschool.
mag ich. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass ich halt, wie gesagt, nichts erwartet habe, war das Match sehr solide. Ja, ich finde, das war halt ein typisches TV-Show-Match irgendwie. Das hatte auch seinen Platz in der Karte eigentlich absolut zurecht. Das war kein schlechter Kampf. So eben, also deswegen. Und ich dachte so, okay, das wird da richtig scheiße. Das wird so SummerSlam 3-Sekunden-Match. Nee, und also dafür, das war ja auch ein kompetitives Match und sowas. Eben. Das war okay, aber das ist jetzt auch, das habe ich aber auch morgen wieder vergessen, sagen wir es mal so. Klar. Chris, was sagst du dazu? Wo du sagtest, ordentliches TV-Show-Match, ja, das ist halt 0815 Orton-Match mal wieder. Ja. Also er macht ja nichts anderes mehr, als außer irgendwie 10 Minuten auf die Fresse zu kriegen und dann seine Signature-Moves zu zeigen, die er die ganze Zeit dann immer schon wieder andeutet bei Kurz-Comebacks. Und das ist halt so fucking langweilig. Also ich fand aber diesen... Ich kann diese Orton-Matches einfach nicht mehr sehen, sorry. Das ist immer dasselbe. Der ist null Motivation irgendwie dahinter und trotzdem gewinnt er wieder und ich fand dieses Booking auch abgrundtief scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was hat Randy Orton davon, dass er gegen Rusev gewinnt? Er hat einen Job. Weißt du, rein gar nichts. Er ist genau der gleiche Standpunkt wie vorher, weil er ist Randy Orton, er ist seit Ewigkeiten dabei. Irgendwelche Weiber jubeln ihm eh zu, weil sie finden, dass er geil aussieht. Die Leute nehmen ihn an, weil er ein gestandener Superstar ist in der WWE. Dieser Sieg bringt ihm rein gar nichts. Hätte ihm die Niederlage geschadet gegen Rusev? Nein, wäre genau der gleiche Punkt gewesen. Der Einzige, der wieder mit Schaden davon geht, ist Rusev. Weil, warum denn nicht? Er ist ja böser Ausländer. Der muss verlieren. Und das ist halt so nervig, auch die Finish-Sequenz dann. Wo Rusev sich dann so befreit hat und ihn in den Accolade nehmen wollte, dachte ich mir noch, das ist jetzt geil, ja? Coole Sequenz. Und da nimmst du es dann auch ab, dass Rusev Orton eben besiegt. Und es macht ihm sogar noch, es macht noch weniger aus. Diese Niederlage schadet Orton noch weniger, wenn er da jetzt abklopfen muss. Aber nein, es muss natürlich dieser beschissene RKO kommen, denn wir müssen ja die ganzen Meme-Dödel wieder glücklich machen. Die dann T-Shirts verkaufen. Die dann wieder Hashtag RKO out of nowhere posten können und sich darauf einen reiben. Also so langsam geht mir Orton echt auf den Keks. Vielleicht reibt sich auch Kaider dran. Ich fand den Konter sehr, sehr geil von Rusev. Dieses, also das war mal was Originelles, wo dann eben dieses auf die Matte trommeln, wie auch immer wir das gerade nennen, und wo dann Rusev die Hände gegriffen hat und dann Acclade angesetzt hat. Das fand ich cool, das hat man so halt vorher noch nicht gesehen. Dass dann Randy da aber in 3 Sekunden rauskommt, war dann scheiße. Ja, das hätte man doch sofort abgekauft, dass da auf einmal Orton überrascht ist und den Kampf verliert. Aber nein, es muss wieder das 0815 zum Vorschein kommen. Kannst ja nicht nur Heels gewinnen lassen an einem Abend, ne? Ja, sagen wir es mal so, da hätte man ja auch anders machen lassen können. Kommen wir gleich noch zu. Ja, aber ansonsten, es war, ich würde mal sagen, das war so ein solides Match, aber es war halt eben nichts, was man längere Zeit im Kopf behält. Das war wrestlerisch in Ordnung. Es war natürlich die Entscheidung, dass Randy Orton hier gewinnt, ist halt schade, weil Rusev eigentlich auch mal einfach mal einen Sieg bräuchte in irgendeiner Form, also immer einen wichtigen Sieg und mal einen klaren Sieg. Ach. Und keinen Bullshit-Sieg. Aber ich glaube auch einfach, dass WWE gar nichts mit Rusev vorhat. Und das sehen wir jetzt ja auch schon seit 2 Jahren oder wie lange diese ganze Niederlagenserie da geht. Man hat keine Pläne mit Rusev und der ist einfach nur mal hier und da, um die Midcard ein bisschen aufzufüllen und da Beschäftigungstherapie zu betreiben. Das ist doch so eine Schweinerei, ja? Dann hast du, das riecht mich unfassbar auf. Dann hast du 2 Leute mit diesem böse Ausländer-Gimmick da, ja? Der eine kann super lustig sein, kann Promos cutten, ist im Ring klasse, den nimmst du ernst, auch wenn er sich mal zur Witzfigur macht. Der andere ist Jinder Mahal. Ja? Und welcher von denen ist Champion? Natürlich der talentlose Spacken, der die ganze Zeit nur da rumdümpelt mit seinen 2 Oompa Loompas um sich rum. Da krieg ich das Kotzen, echt. Der Chris hat echt gute Laune heute. Ja, normalerweise hatte ich gute Laune, aber das riecht mich wirklich auf. Also diese ganze Jinder Mahal-Schose, kann ich gleich noch was zu sagen. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, aber ganz ehrlich, also wie kann man Rusev so scheiße einsetzen und der Jinder läuft halt Monate mit dem Champion-Titel rum? Da kann man sich wirklich fragen, was ist schlimmer? Ja? Was ist schlimmer? Lesnar, der den Titel trägt und nie da ist, oder ein
halt jemand mit Titel, der immer da ist, aber der halt Kacke ist. Und ja, sorry, also was die WWE momentan mit ihren Haupttiteln veranstaltet, das geht doch auf keine Kuhhaut. Ja, wir hatten ja vor ewigen Zeiten diesen Podcast da mit welchen Wert haben die Gürtel oder was? Ja? Ja. Wenn wir den heute machen würden, dann könnte ich dir sagen, ja, keinen. Entweder, die Haupttitel zumindest nicht, die Midcard-Titel stehen ganz gut da. Ja, aber ganz ehrlich, wie kann man seine Haupttitel denn so verkommen lassen? Boah, ja. Das regt mich echt auf. David Arquette, so läuft. Ja, lass mal hier zum nächsten Match kommen. Nächstes Match ist AJ Styles gegen Ty Dillinger, gegen Baron Corbin um die US Championship. Da gab es nämlich dann vorher noch ein Segment mit Daniel Bryan und Ty Dillinger und dann hat sich Daniel Bryan gedacht, komm, ich book den guten Herrn Dillinger einfach mal mit dazu. Und dann hat man Three-Way und das hat man eigentlich, also ich habe mir schon gedacht, als diese Stipulation kam, als das eingefügt wurde, habe ich mir gedacht, okay, AJ Styles verliert das Ding und versucht, ihn damit zu schützen. Und so ist es dann auch im Endeffekt gekommen. Also am Ende hat dann Baron Corbin quasi abgestaubt, muss man so zu sagen. Und dann haben wir jetzt einen neuen US-Champion namens Baron Corbin. Recht überraschend, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Ty Dillinger hat den Pinfall eingesteckt, AJ Styles wurde rausgeschubst kurz vorher. Tja, da haben wir einen neuen Champion. Kai, wir haben ja alle vorher, glaube ich, gesagt, dass hier AJ Styles gewinnen muss. Ist aber nicht passiert, was nu? Ja, ist mega geil, habe ich voll Bock drauf. Baron Corbin, geiler Typ, richtig cool, freue ich mich. Ganz ehrlich, das Match war eigentlich richtig cool. Also das Match hat mir extrem gut gefallen. Halt gerade, weil wir noch Ty Dillinger dabei hatten. Klar, du hast halt so, ey, Smart Mark, konntest du wieder sagen, ja, Ty Dillinger kommt jetzt nur rein, damit er den Pinfall einstecken kann. Hat man ja häufig dann, wenn Triple Threat Matches daraus gemacht werden, war ja bei Jericho nicht anders. Hast du mich gerade als Smart Mark bezeichnet? Wir alle. Machen wir immer. Da sagen Chris und ich immer. Also, aber ich fand's einfach, ach, ich weiß nicht. Mir hat auch Ty Dillinger voll gut gefallen und auch dieses Zusammenspiel, das war alles so schön flüssig und mir hat auch Baron Corbin in dem Match eigentlich gut gefallen, weil du hattest halt mit AJ Styles und Ty Dillinger, du hattest da so eine gute Rollenverteilung, weil dann war eben Corbin dieses Powerhouse und auch, da war halt so ein schönes Hin und Her und jeder konnte irgendwie seine Moves zeigen und das war dann hier und da mal knapp. Es hat mir richtig gut gefallen, das Match und ich find's einfach nur scheiße, dass AJ den Titel verloren hat, weil hey, es ist AJ und ich mag AJ sehr gerne, aber es war eigentlich sehr gut gemacht und hat keinen Weh getan, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Und es war auch ein sehr ansehnliches Match. Besonders, weil ich halt gedacht habe, okay, es ist Baron Corbin gegen AJ Styles, was unfassbar scheiße wird, weil ich Baron Corbin nicht mag. Aber es hat wirklich Spaß gemacht zu gucken. Kann ich nicht anders sagen. Ich finde, man hat hier sich so ein bisschen, ich fand es, hätte für mich noch, du hast gesagt, es war sehr flüssig, aber für mich hätte es noch eine Spur flüssiger sein können. Ich finde, man hat sich oft auf diese alte Formel verlassen, dass halt zwei Leute im Ring, einer draußen und so. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr mixen können, aber davon abgesehen, hat man, finde ich, immer gemerkt, dass das Niveau direkt steigt, sobald AJ Styles im Ring ist. Also ich finde, da war es so ein Qualitätsunterschied, sobald der halt da drin war. Und der Typ ist ja gebumpt und geflogen für die anderen. Der hat die beiden so stark aussehen lassen. Also da geht auf jeden Fall schon mal die, weiß ich nicht, das Fleißbienchen an AJ Styles, weil das war richtig groß, was er da gezeigt hat. Aber ich die fand Fleißbanane. Aber ich fand auch diesen, also diese Matchgeschichte fand ich auch sehr schön, dass sie dann auch das aufgegriffen haben. Dann macht Ty Dillinger wieder ein Roll-Up bei Baron Corbin und dachte, okay, vielleicht wird's das jetzt. Und dann wieder hin und her und hin und her. Und du hast halt mehrfach diesen Moment, dass du sagtest, okay, vielleicht staubt jetzt auch ein Ty Dillinger ab. Wo dann auch dieser Pele-Kick kam und dann Ty auf Baron Corbin gelandet ist. Also, ja. Das war echt das gut war gemacht. Das war eine coole Sequenz übrigens. Ja, eben. Ja. Also, das meine ich eben, diese flüssigen Sachen. Oder wo dann auch immer im, das war ja quasi das Finale von der Sequenz, wo die sich immer, wo dann immer zwei in der Ringecke waren und einer hat immer angegriffen. Also das war halt ein schönes Hin und Her. Und deswegen mochte ich halt auch, dass die dann die Sachen, die quasi schon in den Vorwochen passiert sind, sprich jetzt irgendwie ein Ty Dillinger kriegt einen Roll-Up über Baron Corbin, dass die das eben auch nochmal aufgegriffen haben. Das war halt in sich so stimmig. Chris, stimmst du der Stimmigkeit zu? Teilweise. Größtenteils stimme ich tatsächlich dir zu, Olaf. Du kommst auch mal zu der Ehre. Juhu! Das Match hatte seine stimmigen Sequenzen immer drin, aber sonst war mir auch zu oft zwei im Ring, einer liegt draußen, wie du es vorhin schon gesagt hast. Und dabei war mir auch zu oft Baron Corbin im Ring, einer von den beiden anderen liegt. Nein, das ist gar nicht mal böse gemeint. Ich finde nur, sie haben es in dem Kampf übertrieben mit Corbin, der große Starke, gegen die beiden Zwerge. Das war mir ein bisschen too much.
Aber an sich war es was ein total ordentliches Match. Es hatte so ein paar Durchhänger mal zwischendurch. Aber da gibt es auch nicht groß was zu meckern. Jetzt, aber dachtet ihr wirklich, dass das Styles verteidigt? Irgendwie war mir jetzt persönlich so total klar, das muss jetzt der Schritt für Corbin sein. Ja, also als 1 Also. gegen 1 war, dachte ich, okay, safe, AJ gewinnt das. Ja, Ja, aber ich ich dachte habe. auch, dass es hier erstmal noch verteidigt wird und dass dann vielleicht ein Rematch bei SmackDown oder sonst irgendwas, Aber. dass der Titel vielleicht dann wechselt, ja. Also ich dachte halt die ganze Zeit, da muss Dillinger noch reinkommen, weil es. Durch diese ganze Story hat das ja auch Sinn ergeben. Ja? Und bei der letzten SmackDown-Ausgabe hatte ich mir noch so gedacht, hey, warum ist das immer noch ein Einzelmatch? Jetzt ist doch auch die Chance, ihn wieder dazu zu booken und sowas. Kommt das noch? Und dann habe ich mir noch so gedacht, ja, vielleicht in der Kickoff-Show skippst du mal nicht einfach bis zum Match, sondern guckst sie dir mal an. Du hast eh frei. Und als es dann kam, dachte ich so, yeah, Ty Dillinger ist dabei. Und dann so, ja. Dann Warum ist es nur? jetzt noch offensichtlicher, dass Corbin Ja, genau. Champion wird, ja. Aber ja, das war auch der nötige Schritt eigentlich, den sie machen mussten mit Corbin. Der muss ein bisschen von der Stelle kommen wieder. AJ Styles ist eigentlich eh zu gut für einen Midcard-Titel. Auf jeden Fall, ja, das war schon okay. Ich habe irgendwie so ein bisschen gehofft, dass sie eine Überraschung machen und Ty Dillinger den Titel gewinnt. Das hätte ich Das wäre total schön. gefeiert. Aber ja, war ein ordentliches Match. Ich fand es jetzt weder überragend noch irgendwie wie doof oder so. War gut anzuschauen, hat Spaß gemacht die meiste Zeit. Bisschen viel Baron Corbin, aber das ist so die einzige Kritik, die ich habe. Das war schon gut. Ja, da schließe ich mich auch so an. Also, das war ein unterhaltsamer Three-Way. Wie gesagt, durch die Reinnahme von Ty Dillinger fand ich es ein bisschen vorhersehbar. Man hätte, wie gesagt, es gab so Sequenzen, die waren richtig, richtig gut, aber der Kampf war halt auch 20 Minuten lang. Ne? Also, sprich, wenn der Kampf vielleicht ein bisschen kürzer gewesen wäre, das ist natürlich jetzt so ein bisschen Wunschbooking und so, bla, ne? Wenn der Kampf vielleicht ein bisschen kürzer gewesen wäre und noch ein bisschen mehr die drei zusammen interagiert hätten und nicht immer nur zwei und einer draußen halt eben, das hätte vielleicht auch noch deutlich mehr rausholen können, weil wie Kai gesagt hat, fand ich es halt auch. Ich fand das, man hat alle Stärken dieser drei verschiedenen Wrestler betont. Auf der einen Seite halt die Dynamik und die Varianz eines AJ Styles, dann eben die Technik von Ty Dillinger und auch die Zähigkeit und dieser Wille und eben dann eben Baron Corbin, der halt einfach dieses Biest ist und beiden Gegnern eben absolut überlegen ist. Man hat es gut gemacht und ich finde aber trotzdem, dass auch AJ Styles hier echt unfassbar gut gearbeitet hat und sich da wirklich sehr bemüht hat, um auch die anderen beiden da sehr, sehr gut aussehen zu lassen. Also ich hoffe, dass AJ Styles jetzt dann da ins Titelgeschehen eingreift, aber es wird ja gemunkelt, dass es eventuell dann bei der Survivor Series ein Tag Team Match geben sollte, also mit Sami Zayn und Kevin Owens gegen AJ Styles und Shane McMahon. Kai, würdest du damit leben wollen, können, tun? Ja, dann lieber Survivor Series Match. Also so ein traditionelles 5 gegen 5 irgendwie. Also weil Aber da dann. brauchst du ja mehr Leute. Ja, gut. Ist jetzt nicht so, dass alle bei SmackDown voll beschäftigt sind, ne? Also. Ja, weil wenn du die Geschichte aber jetzt erzählen willst und dann holst du einfach nochmal drei Leute jeweils pro Partei Ja, gut. dazu, Was hat dann Shane. verwässerst du Ach, was das hat ja. AJ damit zu tun? Also ja, okay, der hat mal mit Kevin Owens gefädelt. Wow, wer nicht? Ja, und die beiden haben ja Shane und AJ haben doch ihren Mutual Respect voneinander entdeckt und so. Die mögen sich doch jetzt, weil die sich so angegiftet haben und die haben sich ein paar aufs Maul gehauen, weißt du, echte Männer machen das. Die hauen sich aufs Maul und sagen dann, hey geil, du hast mir aufs Maul gehauen, Brüder. Und AJ hat sich bei Talking Smack sehr über den Ausgang des Main Events aufgeregt. AJ hat aber gesagt, er macht jetzt alles. Er hat gesagt, okay, ich hole jetzt meinen Titel zurück, dann hole ich den Titel von Jinder Mahal und dann kämpfe ich noch mit Shane McMahon zusammen. Also der hat gesagt, ich mache einfach alles. Und dann werde ich noch Women's Champion. Ja, bei der Frisur? Ja, der muss eigentlich nur den Bart abrasieren. Ja. Na, ich bin mal gespannt, wie das mit. Da oben dafür kriegen wir ganz viel Hass. Was? Wieso denn? Ja, also ich bin mal gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht. Da werden wir wahrscheinlich noch im anderen Podcast mal drüber sprechen. Aber trotzdem, guter Kampf, den sie hier geliefert haben. Und kommen wir dann einfach mal zum nächsten Match. Und das ist ja ein Kampf für den Kai eigentlich. Ne? Da geht es dann um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen Charlotte Flair und Kais Liebling Natalya. Der Kampf hat mir jetzt persönlich nicht so viel gegeben. Ich finde, dass die Q, die Disqualifikation am Ende, war für mich so ein bisschen ein Bruch innerhalb der Geschichte. Ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Es ist eigentlich so ein typisches Story-Ende, finde ich. Ich finde, man hat damit natürlich dann einen Bogen geschlagen für die nächsten Wochen und Monate. Das macht in einer gewissen Weise Sinn.
für den Moment hat es mich ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich gehofft hatte, ich fand, dass das Match gerade ganz gut in Fahrt gekommen ist. Also ich hatte das Gefühl gehabt, dass die Geschichte, die erzählt wird, die war für mich okay. Und dann war der Kampf eigentlich vorbei. Chris, wie hast du das gesehen, bevor Kai gleich seinen Hass über Natalya hier verspritzen darf? Du weißt, dass ich Natalya genauso kritisch sehe, oder? Ja, dann hasst ihr halt beide Natalya. Ihr dürft trotzdem... Was heißt hassen? Ich finde sie halt absolut overrated von vielen Smart Marks. Ja, sie mag jahrelang die einzige Dame bei der WWE gewesen sein, die halbwegs wrestlen konnte. Aber das waren halt auch schwache Jahre. Und also mehr als solide sehe ich sie nicht in allem, was sie macht. Und ja, Charlotte hat halt, bis diese Storyline angefangen hat, total in der Luft gehangen bei SmackDown. Und jetzt auf einmal soll man sich für dieses Championship-Match interessieren. So, meh. Und genauso war dieses Match dann auch. Das Match, meh. Das Finish, meh. Das, boah. Also, nee, hätte ich nicht gebraucht. Also, wäre danach nicht noch das Jinder-Match auf der Card gewesen, wäre das wahrscheinlich meine Enttäuschung des Pay-Per-Views gewesen, dieses Match. Okay. Kai, wie hast du den Kampf gesehen? Hab Natalya gesehen und hab zum Ende geskippt. Ich hasse die so sehr, Alter. Und ich finde auch Charlotte als Face einfach dumm. Und Natalyas Face generell zu sehen, finde ich schrecklich. Also, ja. Ist mir komplett egal. Vollkommen unvoreingenommen hier. Ja, wie gesagt, ich fand den Kampf jetzt auch nicht wunder, wie... prall. Also ich finde, da hätte man mehr rausholen können. Ich fand das DQ-Finish nicht unbedingt ideal, weil es halt eben so ein typisches Story-Finish ist. Hier hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Deswegen stimme ich da auch Chris so ein bisschen zu. Der Einzige ist, der hier so ein bisschen versucht, den Kampf zu analysieren. Weil er meine Analyse, meh. Ja, genau. Ja, aber ganz ehrlich, der Kampf war auch so nichtssagend. Ich kann da wirklich nicht mehr zu sagen, als, ja, war da. Ja, ich meine, der Kampf hatte tatsächlich wirklich nur darauf hingesteuert, dass dieses Finish kommt, dass diese zwei Aktionen am Ende kommen, um diesen Stuhlschlag dann am Ende anzusetzen. Und so war es halt wirklich auch. Und das hat es natürlich dann auch so ein bisschen runtergezogen. Ich hoffe halt, dass die beiden dann auch mal einen... Ich vermute, da werden sie auch irgendwann dann langfristig auf eine Stipulation rauslaufen, dann wahrscheinlich über Submission oder sonst irgendwas, I-Quit-Match. Ja, Kampf war halt da, war eigentlich nur ein Übergang und ein etwas längeres Segment, sagen wir es mal so. Deswegen glaube ich, können wir hier auch einfach zum nächsten Match kommen, weil da werden wir uns garantiert alle drüber aufregen. Mega. Der nächste Kampf war dann das Match um die WWE Championship zwischen Jinder Mahal und Shinsuke Nakamura. Ja, und Shinsuke hat klar verloren, mit ein bisschen Eingreifen, aber trotzdem hat Shinsuke hier die nächste ganz klare Niederlage eingesteckt und Jinder Mahal ist weiterhin Champion und es ist... Longest running champion der letzten 2 Jahre. Ja. So, es ist hier bitteres Schweigen und das lassen wir jetzt einfach 10 Minuten so durchgehen. Ja. Ich habe geschnauft, du hast es noch nicht gehört. Achso. Ja, Chris, dann sag doch mal was, ohne in Fäkalausdrücke auszubrechen. Das wird ziemlich schwer. Bitte mit. Ich sage es mal so, ich liebe Pro Wrestling, ich gucke es unfassbar gerne. Aber es gibt immer wieder Momente, und meistens ist das tolle WWE-Kreativteam daran beteiligt, in denen ich diesen Sport abgrundtief hasse. Und das Finish oder dieses Match war einer dieser Momente. Sowieso, dass man diesen unfähigen Typen als Champion ertragen muss. Das ist eine Frechheit. Ich habe ja vor ein paar Monaten noch gesagt, okay, wenn sie da was ausprobieren wollen, sie brauchen kurzzeitig einen Champion. Von mir aus, sie scheinen etwas in ihm zu sehen. Ich finde nur dieses Booking zum Titel blöd, weil jeder hat im Kopf, das ist ein Jobber, der ist jetzt auf einmal WWE-Champion. Aber ich glaube, der Title Reign von Jinder Mahal geht jetzt lang genug, um sagen zu können, das ist wirklich einfach nur eine Frechheit. Und dass sie es ausprobieren, von mir aus, aber das so lange zu ziehen, das ist halt wirklich so eine Trollerei, die geht mir tierisch auf den Sack. Im Ring ist das wirklich, also, wohlwollend Mittelmaß, was Jinder da macht. Das sind halt die Basics, die er abliefern kann im Ring und mehr nicht. Da ist kein Storytelling bei, keine Ringpsychologie, auch keine Ring-Awareness irgendwie so. Das ist halt, wo ein Rusev diese Rolle als böser Ausländer ausfüllen kann und zum Leben erwecken kann, steht der Typ halt einfach nur aufgepumpt im Ring und brüllt.
Ja, geil, danke. Das macht dein Match dann erträglich. Nicht. Und so zieht sich das jetzt seit Jahren, oder seit gefühlten Jahren, sorry, mit seinen nervigen Oompa Loompas um ihn rum, die ihm dann immer wieder irgendwie den Titel retten. Und jetzt hier, dann, ja, dann kommt es, dass sie vom Ring verbannt werden und dann, dieses Finish, dass sie das dann nochmal so drehen, dass er ins Seil greift nach dem Kinshasa. Ist okay, ja. Nochmal die Spannung aufhalten, ja. Dass er den Kalas zeigt, okay. Aber warum kann ein Shinsuke Nakamura, wo halt jeder, der sich so ein bisschen mit Wrestling beschäftigt, weiß, aus was für Sachen der auch schon ausgekickt ist, nach diesem Kack-Move nicht nochmal die Schulter heben oder so? Ist jetzt nicht, dass er der wer weiß wie eingesteckt hat, ja? Und, den weiter als Champion zu ertragen. Ja, man kann über Nakamura auch Dinge sagen, ja? Ja, er kommt mit seinem Micwork nicht so klar oder so, aber er ist im Ring erträglich, er hat ein natürliches Charisma. Und das ist halt auch irgendwo ein internationales Prestige, wenn der diesen Gürtel hat. Und das wäre ein würdiger Champion. Und der muss sich dann clean wirklich diesem, sorry, wenn ich so sage, aber auf diesem Niveau, Championship-Niveau, Nichtskönner geschlagen geben, clean. Das kann sein, dass ich mich da reinsteige und zu sehr Smartmark bin in der Sache, aber das geht mir so tierisch auf den Sack, das macht mich wirklich wütend. Und überhaupt, dieser Title Run war schlimm, dass sie das immer länger gezogen haben, war schlimm und das war jetzt wirklich so der Höhepunkt, das war halt so mit Anlauf den Fans ins Gesicht treten, nee, wir ziehen das noch länger und boah, nee, also ich kann das echt nicht ertragen, diese Promos von Mahal, immer die gleiche Kacke, die Oompa Loompas dabei, immer die gleiche Kacke, seine Matches sind unansehnlich, boah, nein, was wird da mit dem Titel bitte gemacht, das. Kai, hast du dem noch was hinzuzufügen? Auch ohne Fäkalausdrücke. Anscheinend gibt es jetzt ja im Dezember die Indien-Tour. Super. Immer noch. Macht ja Spaß. Das ist jetzt ja safe, dass es die gibt. Ne, wir haben ja immer gemunkelt, aber es gibt ja wirklich ein Datum. Anscheinend wird ja auch Jinder Mahal als zweifacher WWE-Champion beworben. Also hey, so wer weiß, was passiert. Vielleicht kriegen wir mal kurz eine Title Reign von Zack Ryder für 3 Stunden. Oder so. Es ist auch, ich fände Zack Ryder als WWE-Champion glaubwürdiger als den. Aber was mich halt nervt, ist, das tut halt auch einem Shinsuke Nakamura auch irgendwie nicht gut. So, ja. Der hat es halt sowieso schwer anzukommen. Dann ist es halt auch immer ein Finisher und dann ist es halt immer der Koloss. Und also, nein, der Kalas. Deswegen, ich verstehe es einfach nicht, wie nervig das ist. Dieses jedes Mal, okay, ja, dann hat er jetzt halt wieder gewonnen. Und wieder, das ist auch nicht so, dass du sagst, ja, er hat sich halt verdient, sondern es ist einfach scheiße. Es ist halt auch kein gutes Match. Also, kein einziges der Matches hat Spaß gemacht bis jetzt. Also, jedes Match, wo Jinder Mahal drin war, wo er seinen Titel verteidigt oder gewonnen hat, keins davon hat Spaß gemacht. Das größte Highlight davon war noch, dass der Great Khali einmal rauskam. So. Und wenn das Highlight deines Matches ist, dann ist es aber gute Nacht. Wo du es auch gerade ansprichst, was wird jetzt mit Nakamura gemacht? Der hängt doch jetzt vollkommen in der Luft, Mann. Verliert 17 Mal gegen Jinder Mahal und so, ja, okay, cool, danke für gar nichts. Ich habe halt auch ganz ehrlich gedacht, dass als der Kalas da kam und nicht der Koloss, habe ich auch gedacht, dass Nakamura auskickt. Und ich finde, das wäre auch ein wichtiges Zeichen gewesen, einfach um, er kommt aus Japan. Japan ist Fighting Spirit irgendwie, ne? Und das wird halt hier nicht gezeigt. Also de facto ist Nakamura jetzt einer von vielen, die halt eben durch das Getrickse von Jinder Mahal verloren haben. So, das ist doch scheiße. Also du hättest die Chance gehabt, Nakamura jetzt schon mehrfach einfach auf eine höhere Stufe zu heben, indem er halt eben die Zähigkeit hat, ne? Indem er eben nicht nur den Schaden anrichtet, sondern auch den Schaden einsteckt. Und ich finde, das gehört auch zu einem guten Titelmatch dazu, gerade zum zweiten Mal, dass jetzt so nach dem Motto, ja, ich will es jetzt noch mehr als beim ersten Kampf, ne? Und das hat mir jetzt hier eben gefehlt, dass man das auch, dass man diese Geschichte erzählt, dass der Herausforderer wirklich alles tut, um an das Gold zu kommen. Und das wurde hier nicht erzählt. Nakamura ist jetzt einer, der in 12 Minuten unglücklich gegen Jinder Mahal verliert, genauso wie beim letzten Mal. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten hier ärgert. Also, dass Jinder Mahal eigentlich fast immer denselben Kampf zeigt und immer dieselben Aktionen zeigt. Damit kann ich leben, weil das haben andere deutlich erfolgreichere und charismatische Wrestler auch schon gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass die auch
dann hin und wieder mal die Niederlagen so eingesteckt haben. Und hier hat man einfach das Gefühl, dass man Jinder Mahal künstlich beschützt, einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Und ich habe ja auch noch vor ein paar Monaten gesagt, so, ja, schauen wir mal, wo sich das hinentwickelt. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich finde, dass Jinder den hier gut verkörpert. Aber jetzt langsam haben sie auch bei mir wirklich den Punkt erreicht, wo ich sage, so, jetzt ist einfach gut. Und weil es kommen auch keine guten Matches dabei raus. Das ist ja auch das Schlimme. Man muss noch mal ganz kurz sagen, so, das wird jetzt vielleicht 1% sein, weil der Rest halt ein Gehirn hat. Aber für die 1%, die dann sagen, so, ja, aber dann ist auch Jinder Mahal ein guter Heel, wenn doch alle Wunderlist den Titel verliert, weil den alle so hassen. Aber das ist ja dieses Problem, er ist halt, dadurch ist er ja kein guter Heel, sondern man will ihn einfach nicht sehen, weil man ihn langweilig findet. So, das ist dieses, okay, wenn ich ihn sehe, führt das dazu, dass ich halt skippe. So, und nicht so, dass ich sage, so, oh, ich hasse den, der ist so nervig, bitte mach, dass er verliert oder sowas. Wie das vielleicht mal ein Seth Rollins gemacht hat oder sowas, weißt du, wo du einfach gesagt hast, oh, der ist so ekelhaft, der ist so schleimig, das ist so ein fieser Heel einfach, deswegen bin ich gegen den, sondern ich bin einfach nur so, okay, bitte lass ihn verlieren, damit das Elend einfach vorbei ist, damit ich mir das nicht mehr anschauen muss. Genau das habe ich vorhin vergessen bei meinem Rant, ja. Das ist, er hat keine Heel-Heat, er hat diese Go-Away-Heat einfach. Ja. Dass man die Schnauze voll von ihm hat. Und was ich auch noch vergessen habe zu sagen, gegenüber Jinder Mahal war JBL als Notlösung damals wirklich ein Wrestling-Gott. Ja, das muss man leider sagen. Es ist wir haben, glaube ich, eigentlich fast schon mehr als genug dazu gesagt. Also die Entwicklung um den SmackDown-Title ist halt eigentlich eine Farce. Also man hat dieses Jinder-Experiment, das ist ja kein Experiment, weil das ist ja inzwischen schon fast eine Seuche, so wie bei Zombie-Filmen irgendwie. Das ist einfach jetzt komplett aus den Proportionen geraten. Also man hat jetzt hier auch einen Champion geschaffen, der alle einfach ankotzt. Und das muss man ja auch erstmal schaffen. Wir haben gerade den Unterschied gesagt. Also es gibt halt die gute Heat, so nach dem Motto, ich mag den überhaupt nicht und ich buhe ihn aus, weil ich ihn halt nicht mag. Und hier ist es halt wirklich einfach, man ist einfach unzufrieden damit, dass er halt eben da so eine prominente Rolle einnimmt. Und ich weiß nicht, ob WWE das nicht sieht, ob man hofft, dass das Jinder Mahal hilft, ob das einfach dem Produkt hilft, dass man sich eben dann von der Indien-Tour so dicke Profite erwartet. Ich weiß es nicht. Ich finde es halt auch extrem anstrengend. Und man zerstört damit halt den Aufbau von einem wirklich zukünftigen Superstar. Also Shinsuke Nakamura ist halt eigentlich dafür gemacht, dass der eben auf Plakaten, Postern und sonst irgendwas überall steht und in den Shows geht. Aber mit dem Aufbau, auch mit der Art und Weise, wie er halt eben verliert, weißt du, dass da nichts an Gegenwehr kommt eigentlich. Gerade in diesen großen Momenten, wo er dann nochmal dann das zeigen müsste, dass er das will und so. Das wird nicht gezeigt und das ist furchtbar. Aber also, mal ganz ehrlich, mit dieser Indien-Tour, das ist doch eigentlich auch Schwachsinn. Als würden sie eine Karte weniger verkaufen, ja, wenn er kein Champ mehr ist. Die Leute sind erstmal A, froh, die WWE zu sehen und B, könnten sie es doch auch groß bewerben. Auf der Tour bekommt Jinder Mahal sein Rückmatch gegen Shinsuke Nakamura. Ja, eben. Dann oder ist pack einfach Roman Reigns dahin, dann ist für diese Abende halt Nakamura der Heel. Who cares, ja? Das ist auch seit Jahren hier, wenn Cesaro Heel war oder Neville oder so, die sind auf Europa-Tour und die beiden werden halt bejubelt, wer weiß wie. Und ja, da müssen sie halt in Indien auch durch. Das wäre doch sogar eine gute Vermarktung dafür. Also damit können sie sich nicht rausreden. Das ist einfach beschissenes Booking. Ja, man versucht halt irgendwie Jinder Mahal da. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, er ist jetzt ja schon ganz oben mehr oder weniger. Also viel höher kann er ja nicht mehr gehen. Aber man versucht da halt irgendwas mit ihm zu machen und hofft, dass er halt der Super-Heel wird oder sonst irgendwas. Und dann vielleicht. Aber ach, es ist einfach verfahren. Darf ich einen bösen Gedanken einwerfen? Ja. Ich würde der WWE leider so viel Smartmark-Trollerei zutrauen, dass sie den Title Reign von Punk von Jinder Mahal brechen lassen. Der wird von Dingens gebrochen, von Brock Lesnar. Safe, ohne Scheiß. Ja gut, aber der ist ja nicht da, das zählt ja halt nichts bei den Leuten. Und wenn sie da, ja komm, aber der Mahal WWE hast, das genug zählen. Wenn du einen Mahal hast, der das bricht. Nein, Mahal wird das auf keinen Fall. Das wäre einfach wirtschaftlich nicht klug, dass ein Mahal so lange Champion ist. Aber Lesnar wird auf jeden Fall länger Champion bleiben als CM Punk. 100%. Es war nur so ein Gedanke, der mir Angst gemacht hat, kurz. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir beenden hier die Diskussion. Wir haben eh nochmal jetzt zum Wochenende nochmal einen Podcast zum WWE-Geschehen. Ich dachte, das ist einfach Jinder Mahal. Nee, wir haben den großen Jinder Mahal-Podcast. Oh ja, bitte. Lass mal machen, einfach nur 3 Stunden sagen, wie scheiße wir den finden. Ja. Nee, also ich glaube, dass sich hier WWE auch echt auf Dauer wirklich gleich mehrfach ins Knie schießt mit dieser ganzen Geschichte. Also es ist inzwischen so viel
ja, Hass einfach auf Jinder Mahal und nicht der gute Hass, sondern der böse Hass, dass das echt inzwischen auch der Company schadet und sowas. Also das muss man halt ganz klar so sehen. Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, wo man damit hin will. Man schafft es damit auch nicht, neue Stars aufzubauen, weil Nakamura hat dadurch jetzt auch schon mal gelitten. Du musst Nakamura jetzt eigentlich komplett neu aufbauen. Also der ist jetzt, der war vorher nicht schon mega over. Jetzt ist er noch viel weniger over, weil er jetzt eigentlich sehr, sehr deutlich verloren hat. Also auch durch dieses kurze Eingreifen da und auch nach dem Kinshasa, dass dann der Jinder da nochmal rausgekommen ist. Das war für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde so, oh ja, der war jetzt so fertig oder so abgelenkt, dass man da nicht hätte auskicken können. Ich finde, das hätte man klüger machen können, um auch einen Shinsuke Nakamura mehr zu schützen. Das hat man nicht getan. Der Einzige, den man in diesem Kampf geschützt hat, ist Jinder Mahal. Und das ist ein Riesenfehler meiner Ansicht nach. So, nächster Kampf. Bobby Roode gegen Dolph Ziggler. Kai, du hast erwartet, dass Dolph Ziggler hier einen riesen Special Entrance macht und dass er als CM Punk reinkommt. Und es war ja wohl nicht so, oder? Ich fand's aber kreativ. Also ich fand's super. Ich fand, das hat extrem gut gepasst, weil ich dachte ja auch erst, okay, jetzt, als halt die Glorious-Musik angeht, dachte ich, okay, das könnte jetzt auch Dolph Ziggler sein. Das hätte ich auch sehr cool gefunden, weil das hätte auch in die Fehde gepasst. Aber als dann eben halt das normale Team von Ziggler anging und dann quasi dieser Cut der Musik, wo dann einfach komplett ohne Titantron, also ohne Video, ohne Musik, ohne alles reingekommen ist, hat gepasst zu der Fehde, fand ich. Und, ja, das Match war so da. Es war auf jeden Fall nicht schlecht, weil es war definitiv besser als das erste Match von Nakamura gegen Ziggler. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich war auch großer Fan von dem Finish. Gerade weil wir gesagt haben, Bobby Roode als komplett Babyface, oh, schwierig. Deswegen fand ich es immerhin schön, dass er nicht so, also dass er trotzdem irgendwie dirty gewonnen hat. Genau, was ist eurer Meinung nach die Quintessenz aus diesem Finish? Was soll mir das als Fan sagen? Ich habe es nämlich nicht verstanden. Bobby Roode ist smart. Ja, genau, das ist das Einzige. Er ist der smart, als Babyface der smartere Heel. Genau. Cool, da habe ich doch verstanden. Chris, hast du denn noch irgendwas zu sagen? Zu dem kompletten Match oder zu eurer smarten Finish? Zu beidem. Sag, was du willst. Genau. Was du denn machen? Freies Land. Also das Finish, ja, ich mochte die Sequenz auch. Ja, smart haben sie ihn dargestellt. So wie Ziggler drauf ist, kannst du halt keinen Double Turn oder sowas machen, was man sonst vermuten könnte, weil wir, glaube ich, alle Bobby Roode eher als Heel sehen, ne? Aber man könnte zumindest schon mal andeuten in dieser Fehde mit Ziggler, die hoffentlich jetzt nicht noch zu lange gezogen wird, noch ein Match und dann bitte Schluss, dass sich da was tut bei ihm und dann in der nächsten Fehde halt diesen Schritt gehen, dass er gar nicht so dieses Babyface ist. Das fände ich dann tatsächlich cool gemacht. Das wäre mal so ein bisschen Langzeitplanung und deshalb traue ich es dem Kreativteam auch nicht zu. Die Fehde selbst zu dem Match jetzt auch fand ich katastrophal eigentlich. Also die Prämisse eigentlich ziemlich cool, dass ein Ziggler da kommt und sagt dann hier, Neuling, bla, du lebst nur von deinem Entrance. Ich brauch das nicht und sowas, ja. Okay, kannst du drauf aufbauen. Da könnten vernünftige Schreiber was draus machen. Aber Ziggler kommt jede Woche total albern zu irgendeinem anderen Theme da raus und ich fand es einfach nur ätzend. Und wo er jetzt gar keinen Theme hatte, ja, von mir aus, also das fand ich jetzt auch nicht irgendwie cool oder so. Das hätte er vielleicht dann schon vorher machen sollen, anstatt dieses Kasperle-Theater mit den verschiedenen Themes. Darf ich was dann sagen? Dann einfach sagen, ich brauche das nicht. Ja, okay. Ich finde, das war der beste Entrance, den er gemacht hat, seitdem er diese ganze Geschichte mit Dolph Ziggler läuft. Ich finde, das war der Punkt, wo das auf einmal einen Sinn ergeben hat und wo du auf einmal verstanden hast, so, ah, okay, und er braucht das halt nicht. Das hat jetzt dieser ganze Aufbau, der mich halt ja auch genervt hat, ich habe auch die letzten Wochen auch sehr oft drüber geschimpft, hat in diesem Moment einen Sinn ergeben, dass er da ohne Musik reingekommen ist. Und ja, er hat die Reaktion gezogen in dem Moment. Für mich hat das in dem Moment funktioniert. Und für mich war das eigentlich die Kulmination aus dieser ganzen Geschichte heraus. Auch wenn mich das genervt hat, habe ich in dem Moment gesagt, so, ah ja, das ist genau richtig. Es hat funktioniert, aber ich fand das als Höhepunkt, dass da dann diese Aussage kommt, ziemlich schwach, muss ich sagen. Das war dann auch irgendwo vorhersehbar. Also das hat mich jetzt irgendwie so nicht gekickt. Das war halt so, ah, okay, dann kommt er jetzt ohne Entrance-Musik. Das hätte er auch vorher bringen können, dass er ohne Entrance rauskommt, um Roode in dieser Fehde zu zeigen, wer die Hosen anhat und hätte sich dieses Kasperle-Theater sparen können. Aber gut, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Match selbst, solide. Ja. War okay. Vom Finish her, diese Sequenz war schön und wie sie es halt gebuckt haben, das,
dass Ziggler ihm dann direkt noch den Zigzag verpasst. Fand ich cool. So hängt Ziggler nicht wieder total in der Luft als Totalversager. Sie können die Fehde noch ein bisschen ziehen, um ein bisschen Charakterentwicklung auch für Root reinzukriegen. Okay. Ja, also ich kann damit auch leben. Es war ein, du hast gerade gesagt, also solide trifft eigentlich hier ganz gut. Das war ein gut geworktes Match von den beiden. Das war technisch ordentlich. Die Finishing-Sequenz war gut und lässt halt dann hier auch wirklich Luft nach oben. Weil ich glaube, die beiden können auch noch ein besseres Match abliefern. Mit noch ein bisschen mehr Story dahinter. Aber das war, fand ich absolut in Ordnung. Also, Kai, hast du noch irgendwie was Abschließendes zu dem Kampf zu sagen? Ich sag's nochmal ganz kurz, bevor wir zum Main Event kommen, einfach mal generell, dass viele Matches, wo wir gesagt haben, oh, die werden richtig kacke und uninteressant, wo wir jetzt sagen, die waren halt irgendwie mehr, als wir erwartet haben. Und das fand ich eigentlich, das hat mich doch dann sehr gefreut, um es mal ganz plump zu sagen. Weil wenn du jetzt mal irgendwie also an die Preview denkst, wie wir gesagt haben, okay, Hell in a Cell Match, 1 und 2, ja, okay, geil, haben wir Bock drauf. Und Rest, ganz ehrlich, kannst du auch eigentlich vergessen. Dafür waren wir jetzt aber auch so, das war halt alles mehr, als ich mir erwartet habe. Von daher bin ich ganz zufrieden. Aber was hattet ihr denn genau erwartet? Also wenn ich gar nichts die Card angucke, also dass die Hell in a Cell Matches gut werden oder interessant werden, war abzusehen. Orton gegen Rusev war doch eigentlich genau das Orton-Match, was man erwarten konnte, wenn es nicht gerade nach einem RKO vorbei ist. Was ich halt erwartet habe, war irgendwie so ein 3-Minuten-Match, was richtig scheiße ist. Aber dafür war es halt hier mehr okay, weißt du? Bei Baron Corbin gegen AJ habe ich auch gedacht, okay, das wird krass langweilig. Jinder Mahal gegen Nakamura. Also du totaler Pessimist. Ja, sagst du, weißt du? Ja, muss ja so gewesen sein dann, wenn du schon wirklich so, also noch schlimmere Dinge befürchtest als ich. Ja, also wir waren sehr verhalten auf jeden Fall bei unserer Preview. Und also ich habe ja gedacht, das wird eine 2-Match-Show, ganz klar. Aber im Endeffekt war dann die Midcard, also trotz der Totalausfälle mit, also Jinder Mahal gegen Shinsuke Nakamura ist halt für mich ein Car-Crash gewesen. Und Randy Orton und Rusev ist einfach so, wenn ich lange pinkeln müsste, wäre das eine sehr, sehr lange Pinkelpause gewesen. So, also das, und es war halt genau das, was zu erwarten war. So. Und Charlotte gegen Natalya war halt auch, aber zumindest haben, also man hat es halt zumindest geschafft, dieses Match mit Baron Corbin und AJ Styles und Ty Dillinger. Das hat der Card gut getan. Das hat der Card vor allen Dingen bedeutend mehr Schwung gegeben, als wenn es ein Singles-Match gewesen wäre. Das stimmt. Und dadurch, ich weiß nicht, also dadurch hat die Card nochmal so in der Mitte nochmal so ein bisschen Fahrt aufgenommen. So gegen Ende hin. Und Root und Ziggler war halt eben, das waren halt auch zwei Leute, die das Publikum da halbwegs unter Kontrolle gehabt haben und wo die Geschichte so ein bisschen gepasst hat, die zwar kein 5-Star-Match in Anführungsstrichen abgeliefert haben, aber zumindest irgendwie in ihrer Rolle das gut gemacht haben und wo es eine interessante Wendung gegeben hat. Ne? Deswegen, ich finde auch, dass der Event ist besser geworden, als wir uns das erwartet haben, um mal hier so ein bisschen das Fazit vorwegzunehmen. Lass uns da mal zum Main-Event kommen, weil da müssen wir garantiert auch nochmal drüber sprechen hier. Kevin Owens gegen Shane McMahon in einem False Count Anywhere Hell in a Cell Match. Wir haben ja vorher gemutmaßt, wer wie, wo, wann, in welcher Form, auf welche Gegenstände außerhalb des Rings fällt, von Käfig natürlich. Ja, am Ende war es dann mal wieder Shane McMahon, der schon wieder durch den Tisch gegangen ist. Insgesamt ein sehr, sehr langer Brawl, 39 Minuten insgesamt, es wurde sich draußen gekloppt, es wurde sich vor allem auf dem Käfig gekloppt, sehr lang. Ja, für meinen Geschmack ein Hauch zu lang. Ich hatte zwischendurch das Gefühl gehabt, dass Shane McMahon unter Sauerstoff zelten muss, weil er einfach so ausgepumpt gewirkt hat. Also ein bisschen mehr Cardio wäre da vielleicht besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz muss ich halt sagen, dass er die Rolle des Kämpfers gegen einen überlegenen Feind hier sehr, sehr gut verkörpert hat. Ich finde, da ist eine gute Geschichte erzählt worden. Und bei mir war es zumindest so, dass ich zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Interesse am Match verloren habe. Kai, wie war das bei dir? Ich fand es ein bisschen zu lang. Also kann ich erstmal auch so sagen. Aber ich muss sagen, dann irgendwann. Es hatte wirklich böse Längen. So, muss man jetzt mal echt so sagen. Weil auch wenn du jetzt einfach auf die Zeit guckst, 39 Minuten, schwierig. Aber das hatte dann so einen ganz, ganz unangenehmen Wake-up-Call für mich, als es auf den Käfig ging. Weil jede Aktion, die da gezeigt wurde, mein Herz ist immer ganz kurz stehen geblieben, weil ich dachte, okay, bitte geh nicht kaputt, Käfig, bitte geh nicht kaputt. Also, und dann auch, und es wurde ja auch irgendwie immer schlimmer. Erst waren so ganz normale Bumps, sag ich jetzt mal, dann wurde einer geschlagen. Und dann wurde irgendwie hier und da. Und bis es dann irgendwann in dieser Powerbomb gemündet ist. Und ich hatte immer mehr Angst. Und allein dieser Aufzug auch dann vorher noch, als dann Kevin Owens oben stand und dieses angedeutet hat, dieses, okay, ich spring jetzt, sich aber irgendwie nicht überwinden konnte, das hatte immer mehr dieses, oh Gott, bitte mach das nicht, aber
ja, ich will es auch sehen. Also ich war so hin und her gerissen in dem Match, als ich so sage, ich will einfach jetzt so, dass der krasseste Scheiß passiert, aber bitte bringt euch auch nicht um und seid vorsichtig dabei. Und also, wie die sich auch immer wieder gesteigert haben. Ich fand das wirklich eine gute Sequenz, muss ich mal sagen. Ja, ich fand, das war eine gute Sequenz. Also, sie haben damit wirklich auch mal die Spannung geschürt. Und man hat dadurch auch die beiden Charaktere klar voneinander abgesetzt. Ne? Also, Shane McMahon, der wirklich alles tut, um so einen Kampf zu gewinnen. Und Kevin Owens, der dann doch noch irgendwie so ein Funkenverstand in sich hat und vielleicht dann zu kalkulierend ist. Also, ich fand, das haben sie klug gemacht. Und im Ring selber, um da mal so ein bisschen vorweg zu gehen, finde ich, hat man das auch gut gelöst. Also, auch die Härte, die beiden da an den Tag gelegt haben, also egal ob jetzt Shane McMahon, der da extrem viel eingesteckt hat, oder auch Kevin Owens, der da mit dem Cannonball vom Apron durch den Tisch gegangen ist. Wir haben den Van Terminator gesehen von Shane McMahon und dann am Ende dann die Sache, wo er dann quasi den Käfig aufgeschnitten hat. Also ich fand, man hätte es kürzer fassen können, also da gab es gerade so, da gab es zwischendurch ein bisschen zu lange Pausen, aber insgesamt finde ich, hat man da echt schon eine spannende Geschichte erzählt. Chris, wie hast du das gesehen, gerade so gegen Ende? Ganz ähnlich wie ihr. Ich finde auch, also allgemein, der Kampf hatte ein paar Längen, also er hätte ruhig schon so, ja, vielleicht fast schon 10 Minuten kürzer sein können. Ja, wirklich, also kann man echt so drastisch sagen. Also einige Phasen haben sich sehr lang hingezogen, aber das will ich dem Match jetzt gar nicht so ankreiden. Ich denke mal, sie wussten halt auch, dass Shane einfach nicht so die Cardio hat, um da halt immer die Luft zu haben, dass sie ihm Pausen geben müssen. Und dass sie deshalb auch gesagt haben, macht einfach, wir haben das Network. Und deshalb, der Pay-Per-View ging ja auch länger als sonst. Der ging ja etwa 3,5 Stunden, genau. Und ja, ich sehe es eigentlich alles so wie ihr. Also gerade diese Phase auf dem Käfig, da kann ich genau nachvollziehen, was Kai gesagt hat, dass man da so auf der einen Seite so sensationsgeil ist, auf der anderen Seite aber total Angst hat, was passiert da jetzt gleich. Ich muss Olaf aber noch widersprechen, denn ich fand nicht alles gut erzählt in dem Kampf, gerade dass Shane McMahon gegen den überlegenen Kevin Owens kämpft, denn das kam teilweise nicht so rüber. Also sie haben ein cooles Match zusammen gemacht und haben die Story gut erzählt. Da stimme ich dir zu. Aber eigentlich war Kevin Owens zu schwach in dem Kampf. Werf ich jetzt einfach mal ein. Dominanter gewünscht, meinst du? Ja, weil, wenn wir es mal so sehen, er hätte 3-mal verloren gegen ihn in diesem Kampf. Das erste Mal nach dem Van Terminator, wo er ins Seil gegriffen hat und der Ringrichter das dann abbricht, was habe ich auch nicht verstanden. Unfassbarer Käse war. Also er hätte eigentlich verloren, aber da drehen sie es dann schon so. Er verliert nur nicht, weil der Ref war verwirrt, wie Corey Graves dann auch immer sagte. Ja. Ja. Dann hätte er verloren, als er das erste Mal durchs Pult geflogen ist, Kevin Owens, hätte er ganz klar verloren. Und dann hätte er auch nochmal verloren, wo Shane auf ihn draufgesprungen wäre, wo er nur durch Hilfe weggekommen ist. Das waren es waren mir zu viele schwache Momente für Kevin Owens, der eigentlich eben wirklich deutlicher der dominantere Part hätte sein müssen in diesem Kampf. Okay. Die Geschichte selbst haben sie gut erzählt, aber es hätte nicht ganz so ausgeglichen sein dürfen und vor allem Kevin Owens dann am Ende so schwach. Meiner Meinung nach. Ja. Das sind meine Kritikpunkte, ein bisschen zu lang. Kevin Owens nicht dominant genug, um das noch intensiver zu machen mit dem Underdog Shane. Aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau, denn an sich fand ich, war das ein sehr, sehr unterhaltsamer, intensiver und packender Kampf, der mich eigentlich fast die ganze Zeit total mitgerissen hat. Und wo man auch immer dachte, tut euch das nicht an. Als Owens oben auf dem Käfig stand, ich dachte mir so, scheiße. Der macht jetzt nicht irgendwie die Senton oder so darunter. Also, der hat wirklich auch nochmal mit den Gefühlen der Fans gespielt, die dabei waren. Auf jeden und Fall, ja. Das vermisse ich sehr oft in der modernen WWE. Deshalb finde ich das Match ziemlich geil. Trotz der Kritikpunkte und dass Sammy da jetzt eingreift, Lass uns da gleich zukommen, warte. Ich will noch was zum Match sagen. Okay. Also, über das Finish würde ich auch gerne nochmal ein bisschen ausführlicher reden. Was ich echt kacke finde, um nochmal auch auf hohem Niveau zu meckern,
ich hasse die Schläge von Shane McMahon. Ja, die sehen so scheiße aus. Immer diese zwei Streichler, die auch 3 Meter vom Gesicht entfernt sind mit der linken Hand vorher. Das macht es ja auch gefühlt 70 Mal in diesem Match. Und ich mir so, es sah schon gegen AJ nicht gut aus. Es sah gegen Undertaker nicht gut aus. Es sieht nie gut aus, wenn du dich mit irgendjemandem prügelst oder sowas in irgendwelchen Promos. Dann mach's doch nicht dauerhaft in dem Match, weil es sieht einfach scheiße aus. Du kannst so viele coole Sachen machen. Deine Tritte haben so einen Wumms, dass man denkt, okay, du kickst den aus dem Leben. Aber deine Schläge sind so langweilig, ne? Also, ich hasse das. Das sieht so unglaubwürdig aus. Ja. Ich muss mir gerade vorstellen, dass Shane McMahon eigentlich so ein Assi ist. So, ey, pass auf, ich kick dich aus dem Leben. Sorry. Aber du hast recht. Du hast absolut recht. Also, Shanes Schläge, das wirkt immer so wie so Mäusefäustchen irgendwie. Und du hast auch richtig gemerkt, dass ein Kevin Owens nicht weiß, wie er das zählen soll, weil du dann irgendwie so von 30 Seiten auf einmal gestreichelt wirst innerhalb von 3 Sekunden. Ja, du musst da ja auch aufpassen, dass du das nicht zu übertrieben dann zählst. Ja, denn also sonst hast du dann unabsichtlich so ein HBK gegen Hulk Hogan vom SummerSlam 2005. Ja, also den Move, also diese Moves finde ich echt, die kann er mal sein lassen. Aber sonst ja, ist halt, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Das war halt bis jetzt bei jedem Shale-Match so kacke, das mit den Schlägen. Von daher, aber der Rest war super. Aber jetzt können wir gerne zum Ende kommen. Das war noch, was ich noch erwähnen wollte. Genau, ja. Und das war wirklich eine interessante Sequenz. Wir haben letztes Mal noch drüber gesprochen, ob ein Sami Zayn als Heel funktioniert. Und offensichtlich sehen wir jetzt dann tatsächlich die Kombination aus ja, Kevin Owens und Sami Zayn. Also die alten Freunde finden wieder zusammen. Es gab dann am Ende ja die Szene, wo Kevin Owens draußen am Tisch lag. Shane McMahon stand oben auf der Zelle und springt runter. Kranke Sau. Und Sami... Was? Kranke Sau wieder mal. Ja, absolut. Und Sami zieht Kevin Owens im letzten Moment weg. Ich muss übrigens mal sagen, wie geil war bitte schon das Timing. Ja. Also, oh, perfekt. Das war absolut. Ja, also da du hast ja wirklich gedacht, so als ob er da in letzter Sekunde einer Kugel ausweicht oder so. Also viel besser kann man das nicht machen. Es hätte ja auch schief gehen können um einiges, ne? Ja, genau. Also stell mal vor, Kevin Owens sitzt gerade aufrecht und ein Shane fällt auf den drauf. Oder fällt ihm aufs Bein oder sonst irgendwas, während das auf der Kante ist oder irgendwie so eine blöde Aktion, weißt du? Absolut perfektes Timing von Sami. Du hast es auch nicht gesehen. Kevin da. Sonst siehst du ja immer, dass einer schon aus 30 Meter angerannt kommt, weil das war ja auch dieses, er hatte ja quasi die Jeans und den Kapuzenpullover an. Also diese Sweatshirt-Jacke, wo du halt auch nicht sofort siehst, okay, da kommt jetzt ein Sami Zayn, sonst gibt dir irgendwie immer direkt einen Pop, so, oh Gott, da ist jetzt keine Ahnung wer, und das war richtig gut gemacht. Ja, nee, das war richtig ein intensiver Moment, und dann halt eben dann zieht Sami Zayn dann hinterher Kevin Owens auf den bewusstlosen Shane McMahon, während dieser halt da eben behandelt wird, und dann um den Kampf dann quasi zu entscheiden. Ich fand, das war ein starkes Finish. Also ich hab zwar irgendwie so ein bisschen damit gerechnet, ich hatte das im Hinterkopf, aber dass man das dann tatsächlich so in dieser Form umsetzt, finde ich echt spannend. Und wir haben sehr lange darüber geschimpft, dass doch endlich mal Sami eine tragende Rolle kriegen sollte. Jetzt hat er es offensichtlich. Oh ja. Also und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion bei SmackDown auf ihn. Also da, glaube ich, hat man jetzt wiederum sehr viel richtig gemacht in dieser ganzen Geschichte. Kai, wie hast du den Moment gesehen und was glaubst du, wie geht's für Sami Zayn weiter? Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde den Moment zum einen perfekt gemacht, also auch dieses, weil mir hat es sehr gut gefallen, dass dann Sami Zayn, also auch allein, wie er das gesellt hat, so dieses, der Blick von ihm und sowas, das war top, wirklich. Und dann auch, dass er dann nämlich auch noch Kevin Owens genommen hat und auf Shane gezogen hat, das fand ich auch wiederum richtig geil, so nach dem Motto, ich hab dir jetzt den Sieg beschert, aber ich weiß, also das ist wirklich, ich hab mich das lange gefragt vor diesem Podcast jetzt, aber ich hab auch keine Antwort darauf, wie ich das gefunden hätte, wenn dann irgendwie ein Sami Zayn auf einmal reingekommen wäre, irgendwie beide, irgendwie ein Kevin Owens und ein Shane McMahon stehen gerade da und sind so, okay, so, wir sind gerade beide am Ende unserer Kräfte, und dann kommt dann ein Sami Zayn und verpasst Shane McMahon so einen Helluva-Kick oder sowas. Das wäre für mich nochmal so ein deutlicheres Statement gewesen. So. Ja, aber das wäre halt uninteressanter gewesen, ja, weißt deswegen du? Also bin jetzt, ich so ein bisschen, ist ja, jetzt ist ja der perfekte Cliffhanger, ne? Ja, das ist halt die Sache. Ich hätte gern so gesehen, Sami Zayn nach dem Motto, bam, da bin ich jetzt. So, und ich bin jetzt auf der Seite von Kevin Owens. Du hast du jetzt hier auch, aber nicht mit diesem Impact, den halt ein Helluva-Kick hätte. Aber so finde ich es jetzt auch. Also mir gefällt eben diese Sequenz mit dem Wegziehen und dann Kevin Owens auf Shane McMahon ziehen auch sehr gut, weißt du? Das, also ich wäre halt von beidem Fan gewesen, aber vielleicht bin ich auch einfach nur so, dass ich möchte, okay, das ist jetzt
wirklich Fakt, Sami Zayn hat gerade Shane McMahon ins Gesicht getreten und jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Weil jetzt könnte man auch noch sagen, ja, so, oh ja, ich wollte nur und hier und da, oh, wer weiß, was passiert wäre, wenn. Ja, aber ich finde das, aber gerade das finde ich halt aktuell jetzt so interessant, weil du eigentlich jetzt, Sammy muss sich jetzt erstmal erklären. Ich finde, wenn du gleich eine gewalttätige Aktion gezeigt hättest, dann hättest du da ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Und so ist es erstmal so ein bisschen mysteriös und man muss das ja so ein bisschen aus der TV-Macher-Perspektive Klar. sehen. Ich glaube, dass du da als Zuschauer viel neugieriger drauf bist. Chris, wie hat dir denn das gefallen eigentlich hier, das Finish? Ich sehe das genauso wie du, Olaf. Ich habe auch vorher überlegt halt, ob da was kommen könnte, weil das hatte sich ja so ein bisschen angedeutet beim letzten oder vorletzten SmackDown. Ich weiß bei es beiden, glaube ich sogar. Ja, kann auch sein bei beiden. Genau, beim vorletzten war, glaube ich, der Kampf Owens gegen Zayn und beim letzten, ja. Ich sehe es wirklich genauso wie du. Also ich finde das unglaublich interessant. Dieser Moment erstmal ist geil, dass Sami da ist. Und dann kommt man ja ans Überlegen, warum hat er das jetzt genau gemacht? Und das Selling von Sami lässt da halt auch wieder Interpretationsspielraum. Also für mich persönlich war das halt erstmal so, als er ihn weggezogen hat, das war einfach so die Angst, dass seinem Freund halt was ganz Schlimmes passiert. Und das war halt immer, man kennt es, das ist eigentlich ist es fast schon zu clever für die WWE-Writer. Also das ist krass, einfach ja, die ganze Zeit das Creative-Team beleidigt. So. Ja, sorry, das ist halt auch in den meisten Fällen scheiße. Das halt irgendwie so, da war mal was, weißt du, dass das dann noch dass da noch Gefühle halt sind für diesen Freund vergangener Tage und man nicht möchte, dass der da ins Krankenhaus transportiert wird oder vielleicht nie wieder wresteln wird oder sowas. Er hat das halt wirklich so diese Verzweiflung, dieses Zwiegespaltene, auch, dass er so geschockt war, als dann Shane durch diesen Tisch ging und da lag erstmal. Und dann hast du ja auch noch gesehen, wie er so hin und her überlegt hat, zieht er ihn jetzt auf ihn und das hat halt wirklich Potenzial und ich stimme dir dazu, hätte er sofort irgendwie einen Move gemacht, dann hättest du einfach, das wäre der 0815 Heel-Turn gewesen. Sammy ist ab sofort Heel und hält auf einmal beim nächsten SmackDown eine Heel-Promo. Hier musst du ihn noch nicht mal unbedingt Heel-Turnen lassen. Er kann auch der ausgenutzte alte Freund sein und einfach einen neuen Schliff an seinem Charakter bekommen. Denn eigentlich ist er ja ein sehr, sehr natürliches Face so von seiner Ausstrahlung her. Ich weiß gar nicht, ob er als Heel funktionieren würde. Und war aber auch schon mal Heel. Ja, aber so bei der WWE? Nee, bei WWE nicht. Als Sami Zayn sehe ich das nämlich nicht so. Aber es sind halt viele, viele Dinge einfach möglich mit diesem Charakter auch. Muss Kevin Owens ihm dankbar sein? Ist er ihm dankbar? Wie fasst er das auf? Wie erklärt er sich? Warum hat er das gemacht? Einfach nur, um seinen alten Freund zu retten? Oder vielleicht auch, weil er die Familie von Kevin Owens kennt und ihm das ersparen wollte. Corey Graves sagte ja, glaube ich, noch, bevor Shane McMahon gesprungen ist, auch Kevin Owens hat Familie. Da sollte Shane McMahon vielleicht auch mal dran denken. Vielleicht ist das auch ein Part dieser Story. Also, es ist schon lange her, dass ich so gespannt auf eine SmackDown-Ausgabe war. Wie jetzt nach diesem Event. Und das muss man auch erstmal hinbekommen. Dann. wo wir auch übrigens gerade bei Familie sind. Ich fand es großartig, als Kevin Owens Shane McMahon in die Zelle gedrückt hat mit dem Kopf vor seinen Kindern und ihn zugerufen hat. Guckt euch euren Papa an. Man muss Kevin Owens einfach lieben. Ich musste aber auch lachen, als Kevin Owens Shane McMahon quasi so Schritt voran in die Zellentür geworfen hat und die ersten Zuschauer wieder gerufen haben, no more kids. Muss ich auch lachen. Nein, aber ich glaube auch, dass man da jetzt auf jeden Fall den guten Cliffhanger gefunden hat für die nächste Ausgabe und dass man Sami Zayn endlich in eine gute Rolle gebracht hat, auch wenn es jetzt beim Heel-Turn war. Aber so im Spotlight hat Sami Zayn in seiner gesamten WWE-Karriere noch nicht gestanden. Und das wird interessant werden zu sehen, wie er sich da... Bitte? Ist es ein klarer Heel-Turn? Genau, das wird auch das Interessante sein. Ne? Also wir werden abwarten müssen, was da genau passiert. Und auch
in welcher Weise er sich da präsentiert. Also ich finde, das haben sie sehr clever gemacht. Wir haben ja heute auch wirklich sehr laut über WWE geschimpft. Aber ich glaube, dass man mit Sami Zayn, wenn man das jetzt clever anstellt und das vielleicht auch nicht übers Knie bricht, sondern das erstmal noch so ein bisschen zieht, ich glaube, dass man ihn da mit einem Schwung auch in die ganz oberen Regionen der Card katapultieren kann. Ja, ne? Stimme ich dir zu, aber wo du bei den oberen Regionen der Card bist, muss ich mal kurz einhaken. Es ist aber auch auffällig, wie sehr die WWE Leute von Jinder Mahal fernhält, wo sofort jeder wüsste, die würden den vernichten irgendwie so. Außer Nakamura, den sie da jetzt auch geopfert haben. So ein AJ Styles halten sie ganz weit weg von dem, ein Owens halten sie weg von dem, ein Zayn werfen sie ihm auch jetzt auch schon seit langer Zeit nicht mehr vor, dass man absehen konnte, irgendwie da haben sie was vor. Ja, Owens und Zayn, ich glaube, da sind wir uns einig, die müssen, ob sie jetzt getrennte Wege gehen oder als Team dann agieren, müssen irgendwo in der oberen Karte rumspringen. Dafür könntest du dann auch noch New Day gebrauchen vielleicht, dass die bleiben nach dieser Uso-Fehde. Aber wer kümmert sich um Jinder Mahal? Wer nimmt dem jetzt endlich den Titel ab? Oder wer ist auch nur Übergangsgegner für ihn? Denn so viele haben wir ja bei SmackDown auch nicht, die diese Rolle übernehmen können. Ich glaube fast schon, die ziehen das mit Nakamura noch weiter. Das halte ich auch für nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Leider ja. Ja. Weil es war ja trotzdem jetzt wieder kein klingendes Finish. Ich weiß es auch nicht. Also wenn es jetzt tatsächlich so kommt, wie es gerüchtet wird, also sprich, wenn AJ und Shane gegen Sammy und Kevin fehlen, du hast da nicht mehr so mega viele Leute. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann einfach so eine Revolte der Betrogenen irgendwie, wo sich dann mehrere zusammentun, dann kriegen wir irgendwie ein Four-Way oder Three-Way oder sonst irgendwas. Das könnte ich mir dann halt noch irgendwie erklären. Oder man macht tatsächlich in irgendeiner Weise einen Tag-Team-Match. Also eine Survivor Series Tag Team Match. Das muss man mal abwarten, wie das sich jetzt eben weiterentwickelt. Ne? Also ich kann mir aber jetzt auch erstmal vorstellen, dass man vielleicht noch jemand anders in diesen Mix da hineinwirft mit Jinder und Shinsuke und dann quasi erstmal über einen Three-Way geht oder über einen Four-Way geht. Kann ich mir alles vorstellen. Vielleicht schmeißt man auch Bobby Roode und Dolph Ziggler damit rein. Boah. Randy Orton und Jinder Mahal wäre mega geil, glaube ich. Ja, das hat schon immer gut funktioniert. Ja, das wäre so kreativ und wir haben was Neues, so auch was Frisches. Ja, ganz frisch. Punjabi Prison vielleicht. Ja, warten wir ab. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Wirklich, ne? Seit 2006, glaube ich. Ja, da gibt's richtig viel Bambus. So, wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen das Fazit, oder ich habe zumindest mein Fazit so ein bisschen vorweggenommen, dass es doch ein eigentlich unterhaltsamerer Event gewesen ist, als ursprünglich gedacht. Kai, siehst du das auch so? Habe ich schon mehrfach erwähnt. Also es war... Da darfst du doch mal erwähnen. Genau. Viel mehr, als ich erwartet habe, weil ich halt einfach nur mit kompletter Grütze gerechnet habe zwischen den beiden Hauptmatches. Aber schon allein, also der Opener war fantastisch. Ist halt immer schwer, dem Match of the Night zu folgen. Ja, Randy Orton gegen Rusev war halt auch mehr, als ich erwartet habe, obwohl es trotzdem 0815 Kost war. Ich finde ein Match, was Baron Corbin gewonnen hat, nicht schlecht. So, das ist einmal dahingestellt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergehen wird mit Baron Corbin. So, dann soll er halt... Er hat ja auch immerhin sein Briefcase verloren. Man muss ja auch ein bisschen Mitgefühl für den Mann aufbringen. Und mir hat's... Der Mann braucht auch ein bisschen Zucker. Genau, eben so. Zucker, Zuckerbrot und Peitsche. Und ach... Ja, Chris, wie hast du den... Entschuldige, was soll man sagen? Der Charlotte Flair und Natalia war scheiße. Jinder Mahal und Nakamura einfach nur nochmal ein bisschen das von Chris anhören. Das hat sehr gut zusammengefasst. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Bobby Roode und Dolph Ziggler. Weil jetzt kann man ja eh sagen, so, oh, du hast aber nur durch Cheaten gewonnen, bla bla bla. Und Kevin Owens gegen Shane. Ich bin so froh, dass Sami Zayn jetzt irgendwas zu tun hat. Ne? Ich liebe das einfach. Und also ich glaube auch, wenn es jetzt irgendwie dazu kommt, dass es Promos gibt mit einem Kevin Owens und einem Sami Zayn zusammen, ich glaube, das wird einem Sami Zayn richtig gut tun. So wie es auch irgendwie das mit Kevin das Owens und Jericho so fantastisch gepasst hat. Wird es mit Freunden, die sich seit 15 plus Jahren kennen, vielleicht sogar noch geiler werden. Ja. Chris, wie siehst du hier abschließend den Event? Und wehe, du packst die Bananenwertung aus. Was denn? Du hast damit damals angefangen. Ja? Nein, mach wie du möchtest. Du kannst auch, keine Ahnung. Ist es von bis zu 15 Sushi-Rollen. Rate mal jedes Match von 1 bis 10 Bananen. Ich bin gespannt. Nein, bitte. Es sind außerdem 1 bis 8 Bananen. Ja, okay, dann 1 bis 8 Bananen. Ja, du hast unsere Wertung noch nicht verstanden. Keine Ahnung. Ich finde es allgemein irgendwie schwer, den Event so auf eine Wertung oder so hinunterzupressen.
Ja, die Hell in a Cells waren echt klasse. Das haben wir ja lang genug drüber geredet. Das dazwischen war das meiste nicht so schlecht, wie man erwartet hat. Oder was heißt, ja, eigentlich war alles so, wie ich es erwartet hatte. Nur das Corbin gegen Styles-Ding ist halt deutlich besser geworden, weil noch Ty Dillinger dazu gepackt wurde. Ja, keine Ahnung. Es ist so. Boah. Ein befriedigender Event mit zwischendrin sehr guten Tendenzen? Keine Ahnung. Ich kann es echt schlecht zusammenfassen. Es ist jetzt nicht so ein Event, der mich hinterher aufgeregt hat, dass ich meine Zeit verschwendet habe oder so. Überhaupt nicht. Ich fand, es war die meiste Zeit unterhaltsam. Nur Jinder hat mich zum Kotzen gebracht. Jinder, das ist auch ein schönes Plakat eigentlich, so Jinder make me throw up oder Puke. So. Ja. Puke, naja, oder so. Ja, also ich finde, es war, also wir haben schon, muss man auch ganz klar sagen, also wir haben gerade vom SmackDown-Roster schon bedeutend schlechtere Events gesehen als das hier. Ist natürlich auch hier unterstrichen worden durch die beiden Hell in a Cell-Matches, die ja das natürlich nochmal deutlich angehoben haben. Also ich bin auch recht zufrieden, ehrlich gesagt. Ich fand den Event ordentlich. Klar hat es seine Schwachstellen gehabt, wir haben es jetzt oft genug erwähnt. Aber so insgesamt, glaube ich, hätten wir da deutlich irgendwie, hätte uns deutlich schlimmer treffen können, muss man so zu sagen. Das war schon gute Unterhaltung und allein für das Take-Team-Match, also für den Opener, da hat es sich eigentlich gelohnt und auch für das letzte Match des Abends. Also das war ein solide bis, naja, also ich glaube, solide bis gut ist jetzt noch ein bisschen zu positiv. Irgendwie, ja. Auf jeden Fall war es eine gut solide Veranstaltung. Drehen wir es so rum. Ich weiß nicht genau, wie es anders ausdrücken soll. Es ist wirklich schwer, das so zusammenzufassen auf eine Wertung, ne? Deswegen, also ich lasse auch die Bananen im Kasten und sag, die müssen noch ein bisschen reifen oder so, ich weiß es nicht. Ja, komm, scheiß drauf, 5 von 8. Sind aber nicht die guten Chiquita-Bananen. Genau, das sind diese hässlichen geraden Bananen oder sonst irgendwas. So die B-Ware. Die sind schon so ein bisschen matschig, weißt du, so No-Name-Bananen aus dem Netto oder so. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall sind wir da ganz gut weggekommen mit dem Event. Das hat über Phasen wirklich Spaß gemacht, über Phasen auch nicht, aber man kann sich durchaus auch angucken, solange man die Fernbedienung in der Reichweite hat, um auch ein paar Sachen vielleicht zu überspringen, die einen nicht interessieren. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit Ausgabe 126 von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich hoffe, euch hat es da draußen gefallen. Wenn es euch so gut gefällt, dass ihr sagt, mein Gott, wir wollen noch viel, viel mehr und von den Jungs hören, dann könnt ihr auf Patreon vorbeischauen und uns da unterstützen oder uns bei Facebook liken, bei Twitter. Könnt uns Fragen schicken an fragen@headlock.de. Die bauen wir dann immer in unseren Wochenend-Podcast ein und beantworten die da. Ansonsten, wenn ihr auf headlock.de geht, da gibt es die Support-Seite, da sind eigentlich alle Möglichkeiten beschrieben, wie ihr uns hier ein bisschen weiter unterstützen könnt und wir sagen schon mal danke dafür. Ja, und ich sage auch danke Chris und danke Kai. Ja. Danke auch. Guter Tradition. Und wir sagen, dann hören wir uns zum Wochenende wieder, da gehen wir dann nochmal auf die aktuellen Entwicklungen bei WWE ein, auch so ein bisschen auf Hörerfeedback, was ich gerade auf den letzten Wrestling-Events bekommen habe. Da werden wir ein bisschen drüber plaudern, wie sich das bei WWE weiterentwickelt und vielleicht auch, was man noch so links und rechts vom WWE-Tronus sich auch noch anschauen könnte. Darum wird es dann am Wochenende gehen, so ein bisschen WWE-Frust Teil 2, aber mal sehen, wie sich da der Podcast entwickelt. Ja, dann hören wir uns am Sonntag dann wahrscheinlich wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Ciao. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.